Hallo, herzlich willkommen und schönen guten Morgen beim dritten Bosch Planer Webinar. Ja, wir erweitern unser Angebot um die digitale Komponente und das heißt, dieses Webinar ist eine neue Kommunikationsform. Ziel, wir wollen informieren, wir wollen weiterbilden, es soll intuitiv sein und das Wichtigste, das haben wir eben schon gesehen, Sie sollen mitmachen, interaktiv ist das Ganze. Kommt später noch, da werde ich Sie immer wieder auffordern, beim Chat auch teilzunehmen. Heute das Thema Notfall- und Gefahrenreaktionssysteme und das Schöne ist, ich habe einen absoluten Experten an meiner Seite. Hallo, Raphael Meyer. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Und Herr Meyer, stellen Sie sich einmal vor, seit wann sind Sie bei Bosch? Was genau machen Sie da? Ich bin jetzt über 4 Jahren bei Bosch. Ich arbeite am schönen Bodensee in Radolfzell, bin dort Vertriebsplan im Bereich Security und Safety. Das heißt, ich befasse mich mit Anlagen wie Brandmeldeanlage, aber auch Videoinformationsanlagen oder Einbruchmeldeanlagen. Bin seit ein paar Jahren auch technischer Risikomanager und begleite eigentlich seitdem das Projekt auch. Perfekter Gesprächspartner, denn seit 2016 gibt es die normreine DIN VDEV 0827 oder kurz heißt das Ganze NGRS für Notfall- und Gefahrenreaktionssysteme und dann ist natürlich die Frage, was verbirgt sich dahinter? Genau, die Norm hat eigentlich das Ziel, das Leib und Leben von Personen in öffentlichen Gebäuden zu schützen. Darunter fallen dann auch Schulen oder auch andere öffentliche Gebäude. Ist eine Differenzierung zu anderen Gefahrenmeldeanlagen, wie zum Beispiel die Brandmeldeanlage oder die Einbruchmeldeanlage. Da geht es eigentlich immer primär um ein Szenario, sprich Einbruch oder den Brand. Bei NGRS-Systemen gibt es so aber einen weiteren Einsatzfall. Es gibt mehrere Szenarien, die mit so einem System bedient werden können. Und das werden wir auch im Laufe des Webinars kennenlernen und da werden wir auch genau darauf eingehen. Und ja, es geht um die Alarmauslösung, die Weiterleitung und die Darstellung bei der hilfeleistenden Stelle und wird in dem Dokument quasi beschrieben. Sie haben gesagt, mehrere Szenarien, das heißt, es ist ein AMOC-System auch. AMOC gehört primär, kann dazu gehören, muss es aber nicht so. Wir reden aber auch von medizinischen Notfällen, wir reden von Bedrohungslagen, aber so ein NGS-System hat auch die Möglichkeit, bei der alltäglichen Kommunikation zu unterstützen. Das heißt ja auch bei Krisenkommunikation, all das beinhaltet die 0827 und wird dadurch auch bedient und geklärt. Und was verändert sich für den Planer durch diese Dokumentenreihe konkret? Es ist ja so, dass Planer ja früher auch die Anforderungen vom Betreiber bekommen haben, hier planen wir mal bitte ein AMOC-System, wenn wir bei dem Beispiel AMOC bleiben wollen. Der Planer hatte damals aber nicht die Möglichkeit, sich auf Systeme zurückzugreifen, die es noch nicht gibt, weil die 0827 gibt es auch seit 2016, deswegen hat er Systeme genommen, die es quasi schon auf dem Markt gibt. Wir haben hier ein Bild mitgebracht, das ist zum Beispiel eine elektroakustische Anlage, eine ELA oder SAA. Die wurde so ertüchtigt, dass man zum Beispiel Druckknopfmelder in der Linie quasi angeschalten hatte, die Betreiber oder der Nutzer zu einem System hatte die Möglichkeit, einen Knopf auszudrücken, einen AMOC-Alarm auszulösen. Die ELA wurde angesteuert, es gab einen Einschließungsalarm. Das Problem ist aber oft bei solchen Systemen, dass es danach aber auch aufhören kann, zumindest auf der technischen Seite. Der Alarm geht raus, aber wie kriegen die hilfeleistenden Kräfte die Information? Falschalarme gab es oft, weil die Systeme doch auch veraltet sind. Auf der anderen Seite haben wir auch noch ein Schaubild mitgebracht. Das sind Brandmeldeanlagen, die quasi auch ertüchtigt worden sind. Wir haben in dem Beispiel sehen wir eine Brandmeldezentrale in einer Verbindung mit einer ELA. Das heißt, wir haben auch die akustische Alarmierung und dann zwei Ansteuerungsmöglichkeiten. Zum einen auf der unteren Seite den AMOC-Taster, der wieder mit ins System eingebunden ist. Die 0833 sagt aber, dass die Brandmeldezentrale nur Informationen abarbeiten dürfen, die im Zusammenhang mit Brandmeldungen stehen. Ein AMOC-Fall ist aber nicht eine Brandmeldung, sondern halt ein Amokfall. Deswegen haben wir da einen Widerspruch zu 0833. Auf der anderen Seite haben wir auch die Möglichkeit, zum Beispiel eine autorisierte Amok-Alarmierung auszulösen, indem man zum Beispiel einen Schlüsselschalter installiert. Hier könnten wir das Problem haben, dass so ein Schlüsselschalter nicht zur VDS-Zulassung gehört, der Brandmeldeanlage. Hier kann sein, dass die VDS-Zulassung verfällt. Deswegen sind das Systeme, die einfach veraltet sind und auch nicht mehr im Stand der Technik entsprechen. Und das ändert sich jetzt durch die genannten Dokumente? Genau, die Dokumente haben jetzt quasi den Vorteil, dass dadurch halt die ganzen Systeme neu angegangen werden, dass es einen Ansprechpartner gibt, die quasi solche Systeme beschreibt, wieso mit solchen Einsätzen oder solchen Szenarien umzugehen ist. Welchen Vorteil hat ein Ingenieurbüro jetzt daraus? Es ist so, dass der Ingenieurbüro jetzt einen Ansprechpartner hat. Die 0827 definiert eindeutig Ansprechpartner, einen Prozess, der quasi ablaufen soll, wie der Planer dadurch Planungssicherheit erhält. Jetzt fragen sich viele, ja, warum dieses Webinar und was ist das große Ziel? Welchen Mehrwert werden unsere Teilnehmer mit nach Hause nehmen können? Ist ja so, dass der Planer nicht alles wissen kann. Das geht ja auch gar nicht. Durch das Webinar haben wir aber die Möglichkeit, Ihnen jetzt das Thema näher zu bringen, Sie zu sensibilisieren und dadurch halt auch den Planer einen Wissensvorsprung zu generieren, indem wir halt
uns zugehört hat. Und welche Rolle spielt der Bosch? Wir sind natürlich Marktbeobachter und Marktbegleiter. Wir kriegen unterschiedliche Leistungsverzeichnisse mit und haben durch Projekte, die wir schon realisiert haben, auch einen Einblick in die ganzen Systeme bekommen. Und das Wissen möchten wir gerne teilen und auch jetzt durch das Webinar unseren Zuhörern nahebringen. Und welche, vor allem aus Sicht des Planers, dann wichtigen, vielleicht sogar entscheidenden Fragen werden wir heute beantworten? Wir werden die Frage beantworten, was ist der aktuelle Stand der Technik? Das ist wohl das Wichtigste, wo den Planer auch immer wieder rumtreibt. Wie ist so ein Prozess aufgebaut? Also welche Ansprechpartner benötige ich, um so ein System ordnungsgemäß zu bedienen? Und natürlich Planungssicherheit. Ich denke mal, das ist das A und O, wo jeder Planer gerne auf seiner Seite hat. Ich habe eingangs gesagt, wir wollen vor allem auch interaktiv sein. Wir wollen, dass Sie mitmachen. Und da haben wir eine kleine Umfrage. Welches System haben Sie in letzter Zeit in diesem Zusammenhang in öffentlichen Einrichtungen geplant und auch realisiert? Wir haben drei Auswahlmöglichkeiten, die können Sie klicken. Erstens wäre dann Notfall- und Gefahrenreaktionssystem, eben NGRS, nach DIN VDE V0827. Oder war es zweitens Nachrüstung von elektroakustischen Anlagen bzw. Sprachalarmierungsanlagen mit Handdruckmeldern? Dann haben wir drittens Nachrüstung von Brandmeldeanlagen oder ja, wir haben noch viertens, falls Sie Sonstiges verbaut haben, also gibt es sonstige Lösungen, die da geplant wurden. Und während Sie klicken, Sie haben jetzt ein bisschen Zeit natürlich, wollen wir nochmal auf Sie eingehen, auf Ihre Person, wie Sie zu Bosch gekommen sind und wie Sie vor allem zum Experten für NGRS geworden sind. Vor Bosch habe ich einen Bachelorstudiengang absolviert an der Hochschule Furtwangen. Der Studiengang heißt Security and Safety Engineering und befasst sich eigentlich alles rund um Sicherheit, also Gebäudesicherheit, Arbeitsschutz gehört auch dazu. Und da spielt die Risikobeurteilung eine große Rolle, sehen wir später auch bei der Risikobeurteilung bei der 0827. Und wie wir eigentlich zu dem Projekt oder zu dem Thema NGS gekommen sind, war eigentlich der Auftrag, ein NGS in Konstanz zu planen. Wir haben quasi so das erste NGS in Baden-Württemberg auf dem Tisch gehabt und dann hieß, jetzt müssen wir quasi loslaufen. Ich habe den technischen Risikomanager gemacht, um halt auch das Wissen anzueignen. Und im Laufe des Projekts hatten wir eigentlich immer guten Kontakt mit Behörden, die quasi das Thema auch angenommen haben. Wir hatten einen guten Austausch und seit 2017 die UA-Richtlinie, die sich quasi zum Anschluss von solchen Systemen an die Polizei befasst. Nach 2017 kamen wir raus, konnten wir auch erfolgreich das erste System in Baden-Württemberg an die Polizei normkonform anschließen. Wunderbar. Das Schöne ist, jetzt haben wir Zeit gehabt und wir haben ein Ergebnis rausbekommen. Stürzen uns direkt mal auf die Hauptaussage. Das war die Nachrüstung von Brandmeldeanlagen zu 33%. Ist das jetzt ein überraschender Ausgang? Überraschend tut es mich nicht. Wir sind ja quasi im Vorfeld ja schon darauf eingegangen, dass für die Planer halt auch schwierig war, solche Systeme umzusetzen. Jetzt gibt es natürlich die Normen. Wir hoffen natürlich auch durch das Webinar das Wissen jetzt rauszutragen, dass es halt jetzt eine bessere Lösung gibt, eine abgeklärtere Lösung. Aber wundern tut es mich nicht. Ich meine, es ist halt, was sollten Sie anders machen? Wunderbar, aber deswegen können wir auch tiefer in die Materie gehen, können sagen, jetzt wollen wir ins Detail gehen. Und was ist eine Vornorm und welche Bedeutung hat sie? Damit wollen wir starten. Genau, also die DIN VDE V0827, so heißt ja die Norm, setzt sich ja schon aus mehreren Abkürzungen zusammen. Zum einen die DIN-Norm ist eine deutsche Norm, wo in Deutschland quasi das Arbeitskreis sitzt. Dann haben wir eine VDE, das heißt quasi Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik. Die haben sich zusammengesetzt im Arbeitskreis, um die 0827 auch mit Behörden und Arbeitskreisen zusammenzuschreiben. Ich denke mal, die meisten Planer kennen auch den Begriff Blaudruck, so hieß es früher, die Vornorm. Ist eine nationale Norm und ist eigentlich so der Hintergrund, die Norm soll im Feld, sage ich mal, Erfahrungen sammeln. Das ist so die Grundaussage, genau. Ist die Vornorm verpflichtend? Also Normen sind ja generell nie verpflichtend, das ist ja immer nur eine Empfehlung, die ausgesprochen wird. Normen bekommen ja eigentlich nur Gesetzescharakter, wenn der quasi durch Arbeit oder durch Gesetze direkt vorgeschrieben wird. Also heißt, ihr müsst euch an die Norm halten oder an die Vornorm. Bei Auftraggebern kann es auch sein, dass es verpflichtend wird. Ich hatte im Vorfeld die über UEA-Richtlinie angesprochen. Wenn man auf die Polizei aufschaltet, dann wird es explizit gefordert, nach 08720 zu planen. Deswegen kriegt die dann auch wirklich einen anderen Charakter. Was man auch sagen muss, die 08720 bedient aber auch das Arbeitsschutzgesetz. Es gibt unterschiedliche Paragraphen. Ich möchte Sie jetzt da nicht langweilen, aber es ist so, dass der Arbeitgeber den Arbeitsplatz seiner Arbeitnehmer beurteilen muss. Das ist quasi durch die 08720 auch gewährleistet. Deswegen kann die 08720 auch das Arbeitsschutz bedienen. Ja, wobei, also auf diese Paragraphen kommt es ein. Wir haben gesagt, wir wollen auch ins Detail gehen und dann die Frage, ob hierbei die Normreihe 08720 hilft.
Genau, also man kann wirklich sagen, im Teil 1 wird es klar und deutlich beschrieben, dass man quasi dem Arbeitsschutz Rechnung trägt, indem man halt das technische Risikomanagementprozess durchläuft und somit bekommt man dann auch ein Ergebnis, wo quasi den Anforderungen, also auch die gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Das kann man bejahen. Wer ist genau der Betreiber beim Thema NGRS? Genau, das ist ein bisschen komplexer, deswegen haben wir auch eine Grafik mitgebracht. Auf der Grafik sehen Sie auf der einen Seite den äußeren Schulbereich, das ist quasi der sogenannte Sachkostenträger, das sind meistens dann die Gemeinden oder der Bürgermeister. Und der ist zuständig quasi für alles, was mit dem Gebäude zu tun hat, Einrichtungen, ob es eine Tafel ist oder auch die Kreide für den Lehrer. Hier hätten wir quasi das NGRS, also die Hardware, angesiedelt. Auf der anderen Seite der innere Schulbereich, das ist dann vom Schulleiter, der über die Schulaufsichtsbehörde benannt wird. Hier liegt die technische Risikomanagement-Akte, das heißt der Prozess zur Analysierung der Gefahren und der Risiken. Da hat man quasi auf der rechten Seite die Akte und auf der linken Seite quasi die Hardware. Die Schule, das darf ich einmal nachfragen, ist jetzt hier exemplarisch genannt. Wir reden generell, es können alle öffentlichen Gebäude sein. Genau, also das sagt die Norm auch eindeutig. Es gibt keinen Fokus auf Schulen, sondern es sind alle öffentlichen Einrichtungen, von denen wir eigentlich ausgehen können, sind solche Systeme möglich. Gut, trotzdem behandeln wir als Beispiel dann eine Schule. Das macht es, glaube ich, auch ein bisschen leichter. Was ich nochmal machen möchte, ich möchte Sie nochmal auffordern. Wir haben vorhin die Umfrage gehabt. Schön, dass Sie da mitgeklickt haben. Wichtig wäre, nutzen Sie auch den Chat. Sie können da Fragen stellen, auf die werden wir hier noch eingehen. Und wir beantworten die natürlich alle, später auch im Nachgang, wenn zu viele Fragen reinkommen sollten. So, wir haben jetzt einen Überblick bekommen. Aber was regelt die DIN VDEV 0827 genau? Genau, also ganz wichtig ist, ist eine technische Norm. Also es ist keine Norm, wo sich um Organisation kümmert, sondern es ist eine technische Norm. Sie soll quasi Abläufe unterstützen. Es werden klare Prozesse definiert in der Norm im Teil 1, was auch ganz wichtig ist. Es werden Verantwortlichkeiten definiert, die werden klar strukturiert, wer was wo zu bringen hat, was natürlich ein sehr wichtiger Faktor ist bei solchen Planungen. Wie erwähnt, wird auch so ein Systemaufbau beschrieben, also welche Sicherheitsklasse wird in welchem Fall benötigt und welche technischen Voraussetzungen müssen diese erfüllen, um den Grad quasi Rechnung zu tragen. Genau, das ist eigentlich so das Grobe, man kann aber sagen, die Normreihe besteht aus derzeit drei Teilen. Teil 1 ist quasi so die technische Risikomanagementprozess, wo die Grundlagen definiert werden. Der Teil 2 ist eine aufgesetzte Richtlinie, wo quasi auf Sprachsysteme eingeht. Und der Teil 3 ist derzeit noch in der Entwurfsphase. Dort wird die technische Risikomanagementakte beschrieben, wie der Aufbau ist. Also was muss in so eine Akte rein, um halt wirklich einen anständigen Prozessbeschreibung zu bekommen, und das ist eigentlich der dritte Teil, derzeit noch in der Entwurfsphase, aber der wird sicherlich auch den nächsten Vordruck werden. Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, mir ist es aber wichtig, wir sprechen nicht nur über Schulen, was sind nochmal Einsatzmöglichkeiten, wo wir das erleben können? Genau, also man redet auch von Arbeitsämtern, wir kriegen das eigentlich tagtäglich in den Medien mit oder auch wenn man selber auch Kontakte hat zu Leuten, die vielleicht in solchen Bereichen zu tun haben. Es gibt immer wieder Gewaltübergriffe. Man kriegt es aber auch in Gerichtssälen mit, dass es dazu kommt, dass jemand, sagen wir mal, außerhalb seiner, dass es einfach zu Ausschreitungen kommt. Aber es gibt natürlich auch Notaufnahmen, Krankenhäuser. Ich habe selber jahrelang im Rettungsdienst gearbeitet. Ich weiß, was Samstagnacht in so Notaufnahmen los ist. Und hier haben solche Systeme auch ihre Daseinsberechtigung und können quasi der Organisation helfen, solche Krisen und Notfälle einfach abzuarbeiten. Wie würde ein Prozess für ein NGRS generell aussehen? Ja, das ist eine gute Frage, weil es eine komplexe Frage ist. Wir haben deswegen, um das ein bisschen auch für Sie grafisch darzustellen, ein Bild mitgebracht. Auf diesem Bild sehen Sie auch die normativen Begriffe. Es gibt quasi den Betreiber, das ist die oberste Leitung, der quasi die Gesamtverantwortung hat für solche Konzepte. Und die hat quasi den Auftrag, so war es zumindest früher, den Planer beauftragt, hier planen wir so ein System, der hat ein Leistungserzeichnis erstellt, Leistungserzeichnis wurde von dem Errichter angeboten, das System wurde gebaut, das Thema war im normalen Life-Circle drin. Durch die 0827 haben wir jetzt aber grün hinterlegt eine Distanz davor geschalten, also quasi einen technischen Risikomanagement-Prozess. Dort wird der technische Risikomanager eingesetzt, also die Funktion, wo dann ich auch inne habe, und der hat die Aufgaben, Expertisen einzuholen. Er hat quasi die DIN 31.010, das ist eine Risikobeurteilungsnorm. In diese fallen quasi alle Expertenmeinungen ein. Es wird quasi alles dokumentiert. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Teil, dass es quasi eine Akte gibt, wo all diese Inhalte dokumentiert, aufgeführt werden und quasi schriftlich niedergelegt werden. Das heißt, der Planer hat jetzt die Möglichkeit, auf ein Schriftstück zurückzugreifen, wo
alle Themen, die im Vorfeld besprochen worden sind, mit Polizei, mit Schulamt, mit anderen, mit Feuerwehr, Rettungsdienst, wird dort alles niedergeschrieben und man hat ein Schriftstück, wo man sagt, ja, da steht es doch schwarz auf weiß. Herr Meyer, warum sollte ein Ingenieurbüro darauf achten, dass diese Prozessschritte eingehalten werden? Ich denke mal, ich bin selber auch Planer und man braucht einfach Antworten auf Fragen. Das ist, glaube ich, das A und O. Und genau durch den Prozess gibt es Antworten auf all diese Fragen. Das Ingenieurbüro ist natürlich auch abhängig von HOEI. Das ist quasi Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Und genau in dem Bereich hat aber auch der technische Risikomanager da seine Daseinsberechtigung. Das heißt, er unterstützt bei Fragen, ob es jetzt bei der Konzepterstellung oder ob es auf der anderen Seite ist, bei Erstellen von Leistungsverzeichnis oder Kostenschätzungen. Und wir haben es ein bisschen plastisch dargestellt an dem nächsten Schaubild. Das ist quasi so eine unterschiedliche Phasen nach der 14675. Das ist eine Brandmeldenorm. Aber genau nach den Konzepten muss quasi auch ein Ingenieurbüro arbeiten. Und wir haben quasi gezeigt, dass der technische Risikomanager in den einzelnen Phasen da ist, den Planer unterstützt, Fragen beantwortet, Fragen nachgeht und somit dem Planer eigentlich Planungssicherheit bringen kann. Ich habe eben mal in unseren Chat geschaut und ich kann Sie noch mal auffordern. Sie dürfen gerne Ihre Fragen weitergeben. Es ist noch nicht viel reingekommen. Wir wollen die gerne hier dann direkt in Kürze beantworten. Bis dahin, bis die Sachen reinkommen, gehen wir aber weiter und kümmern uns um den technischen Risikomanager. Und meine Frage geht dahin, der Planer hat quasi einen Ansprechpartner für seine Fragen. Genau. Er ist quasi die Schnittstelle, wie ich erwähnt habe, wo quasi dem Planer hilft, weiterzukommen, voranzukommen, um ein anständiges Konzept oder anständige Planung oder auch ein LV abzugeben. Was ich vorhin noch vergessen habe zu sagen, es gibt ja auch das sogenannte Restrisiko. Da haben wir quasi auch noch eine Grafik vorbereitet. In dem Restrisiko ist natürlich auch ein wichtiger Inhalt, was jetzt zum Beispiel ein Planer auch immer freigeben muss. Oder früher wurde es vielleicht auch nie freigegeben. Also Risiko kann man eigentlich so aufgliedern, dass es gibt immer eine Gefahr und es gibt die Sicherheit. Die Sicherheit heißt, es gibt keine Gefahren. Das werden wir nie erreichen. Ich denke mal, das muss man auch nicht erzählen, das weiß jeder. Aber es gibt ein Mindestmaß, wo wir umsetzen müssen, um zum Beispiel ein Grenzrisiko zu erreichen. Es gibt aber jetzt noch weitere Maßnahmen, die quasi noch mehr Sicherheit bringen können. Und am Schluss steht immer das Restrisiko. Und das Restrisiko hat auch einen wichtigen Bestandteil quasi bei der beim technischen Risikomanagement, weil die dokumentiert, analysiert werden müssen und durch den Betreiber freigegeben werden müssen. Deswegen hat der Planer dadurch, ich kann es nur noch mal sagen, auch Planungssicherheit, weil diese Themen benannt, analysiert worden sind und auch durch die oberste Leitung freigegeben worden sind. Genau. Wir werden gleich auf Ihre ganz persönlichen Fragen eingehen. Sie dürfen auch nach wie vor im Chat gerne mitschreiben. Aber was sind so die häufigsten Fragen? Genau, als Planer muss man natürlich auch wissen, so ein System, ich habe es gesagt, es ist kein System, wo allein für sich dasteht, es ist ein System, wo mehrere Schnittstellen hat. Wir haben das bei der Brandmelde auch, wir werden unterschiedliche Gewerke ansteuern. Beim NGS ist es ähnlich, deswegen haben wir auch nochmal eine Grafik mitgebracht, wo das einfach nochmal zeigt, welche Schnittstellen so ein NGS bedient werden können, je nachdem, was natürlich die Risikomanagementprozess ergeben hat. Auf dem obersten sehen wir quasi ein Evakuierungssystem, das brauchen wir natürlich, um einen Einschussalarm zum Beispiel zu generieren. Auf der anderen Seite eine Brandmeldeanlage. Und das ist ein sehr heikles Thema, wo immer rege diskutiert wird, weil wir hatten leider den Vorfall in Florida, wo quasi ein Amoktäter an der Schule einen Brandsatz oder eine Rauchbombe geschmissen hat. Dadurch wurde die Brandmeldeanlage angesteuert. Die Personen haben natürlich, so wie sie es gelernt haben, das Gebäude verlassen wollen. Der Täter hat sie abgefangen, hat somit halt auch eine große Anzahl an Verwundeten und Toten halt sind dadurch zustande gekommen. Und jetzt haben wir quasi einmal das NGAS und einmal die Brandmeldeanlage, die beide ihre Daseinsberechtigung haben, aber halt auch einen Schnittpunkt haben. Und dieser Schnittpunkt muss geklärt werden. Er muss davor geklärt werden. Das muss auf der untersten Ebene geklärt werden. Das heißt, da muss die Polizei, die lokale Polizei mit an den Tisch geholt werden. Es muss das Baurechtsamt an den Tisch geholt werden. Das ist Aufgabe des technischen Risikomanagers, das alles zusammenzuführen und im Endeffekt auch eine Lösung zu erarbeiten. Video kann natürlich auch ein Thema sein, gerade die Polizei möchte bei Verifikation von solchen Alarmen gerne immer ein Bild haben. Ist natürlich schwierig an öffentlichen Gebäuden, aber vielleicht ist es ja auch möglich. Ganz unten sehen wir einen Signalgeber, Pausengong. Das heißt natürlich, dass solche Systeme auch für den Alltagsgebrauch genutzt werden können. Jalousien ist auch ein interessantes Thema. Da gibt es zum Beispiel Gebäudeleittechnik generell, aber wenn wir jetzt die Jalousien in den Fokus rücken,
gibt es die Anforderung, zum Beispiel im Erdgeschoss die Jalousien runterzufahren in so einem Amokfall. Wir reden jetzt gerade von Amok. Da ist aber natürlich die Frage, wenn die Polizei sagt, nee, ich möchte ins Gebäude reinschauen, die Jalousien sind unten, weil man dadurch die Sicht von dem Täter ins Gebäude verhindern will, dann hat man quasi einen Disput, der geklärt werden muss, dass der Planer nur noch weiß, steuere ich an oder steuere ich nicht an. Genau, und Zusatzkontrollsysteme sind natürlich auch immer wieder ein Thema, wo besprochen werden soll, mache ich das Gebäude dicht oder nicht. Planer wollen natürlich auch ein Schema haben. So ist es bei mir auch. Schema gibt einen groben Übersicht über das System. Hier haben wir was. Wir haben das genau mal kurz skizziert. Wir haben rechts oben wieder die Schnittstellen durch so ein NGRS-System angeschalten werden kann und halt die Sprechstellen. Wir haben hier Wandsprechstellen dargestellt. Das ist jetzt nur ein Beispiel und eine Tischsprechstelle, eben zum Beispiel im Sekretariat oder wenn wir in der Notaufnahme sind beim Empfang. Und wir haben ein Übertragungsgerät, wo quasi so ein Alarm dann auch weiterleiten kann. Das heißt, wenn wir jetzt eine Aufschaltung haben, zum Beispiel zur Polizei, brauchen wir eine normkonforme Alarmübertragung. Und wir können auch eine Störungsweiterleitung an eine Service- und Notrufleitstelle weiterleiten. Was aber auch wichtig ist, wir haben jetzt einen SIP-Trunk. Das ist quasi, ich sag's mal, ist ein Telefonanschluss. Ist jetzt nicht technisch hundertprozentig richtig, aber dass man den Hintergrund versteht. Hier muss die Polizei die Möglichkeit haben oder die Interventionskraft ins Gebäude hinein zu telefonieren. Und dafür braucht man einen bauseitigen SIP-Trunk, wo das ermöglicht. Und hier muss auch geklärt werden, wie viele Kanäle stehen mir zur Verfügung. Das sind alle diese Hintergründe, die quasi geklärt werden sollen. Genau. Wir kommen zum Aspekt, wie der Prozess der Risikobewertung abläuft. Die Technik übernimmt hier eine große Rolle bei der Bewältigung von Notfällen und Gefahren. Ist das richtig so? Genau. Also die Technik, also den O-Teil, also den organisatorischen Teil, den muss es schon immer geben. Also das ist auch klar definiert, dass quasi der Betreiber, der muss immer gucken, dass, wenn was passiert, das Personal einfach richtig geschult ist und auch die Maßnahmen umsetzt, was laut Maßnahmenplan passieren soll. Jetzt kommt aber die technische Ebene dazu und die Technik soll oder muss die Organisation unterstützen. Und wie man im Schaubild schön sehen kann, muss natürlich abgestimmt werden. Als Beispiel, es bringt nichts, wenn der Signal runtergeht und keiner weiß, was der Ton bedeutet. Dann hat die Technik funktioniert, aber die Organisation nicht. Genau. Und das ist so wichtig, das muss abgestimmt werden. Und wie geht es Hand in Hand? Genau, dann haben wir im Teil 1 der 0827 eine Risikobeurteilung. Das ist quasi die DIN 31010, das ist eine deutsche DIN, übersetzt aus dem Englischen. Und da hat der technische Risikomanager unterschiedliche Methoden, quasi genau solche Systeme oder so Objekte zu analysieren. Ist so aufgebaut, dass es eine Risikoermittlung gibt. Das ist eigentlich so das Erkennen von Gefahren, Erkennen und Suchen für dieses Gebäude. Dann die Analyse, das heißt die Verständnis für die erkannten Risiken zu bekommen. Und dann am Schluss soll quasi bei der Bewertung ein Entscheidungskriterium vorgelegt werden. Und all das passiert quasi in Zusammenarbeit mit Experten, also ist kein Alleingang. Der technische Risikomanager macht das nicht für sich allein, sondern das muss quasi mit allen zusammen passieren. Sie haben gesagt, kein Alleingang. Kann ich da nochmal gerne nachatmen? Denn das ist, glaube ich, das Interessante. Die Entscheidungsverantwortung wird also gemeinsam getragen, nicht mehr durch eine Person bestimmt. Genau, also das ist so, das will man eigentlich auch nicht. Ich meine, auch die Entscheidungen sind, denke ich mal, auch so gravierend, dass das immer im Konsens mit Experten passieren muss. Da muss der Betreiber dazu, da muss die Schulleitung dazu, wir müssen Leute, die Ahnung von der Materie haben. Und der technische Risikomanager moderiert es. Und auf Grundlage der Risikobeurteilung, die wir im Vorfeld gesehen haben, gibt es dann ein Ergebnis und das haben wir Ihnen auch nochmal grafisch mitgebracht. Das ist quasi eine Risikomatrix, so nennt man die. Die ist aufgebaut einmal in Wahrscheinlichkeiten, also Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensschwere. Auf der rechten Seite sehen wir quasi bei der Schadensschwere der Amok als schlimmster Fall und ganz unten sagen wir mal zum Beispiel so Mobbing. Auf Grundlage der Analyse und der Bewertung wird dann das System in Grad 1 bis 3 unterteilt. Und wird dann quasi hier in so einem Grafik dann mathematisch anhand von Kenngrößen zugeordnet. Also das ist dann quasi eine mathematische Formel, die dann sagt, okay, wir kommen bei Grad 2 raus. Und man sieht auf der linken Seite die unterschiedlichen Bedrohungsszenarien von A bis C. Bei A ist immer die kleinste, das ist meistens so Grad 1, das kriege ich in-house quasi geregelt. Grad 2 wäre dann ein Szenario, wo ich vielleicht externe Hilfe benötige, irgendeinen Sicherheitsdienst. Mhm. Und ab Grad 3 oder 2 und 3, sieht man ja oben in den oberen Balken, da geht es um polizeiliche Gefährdungslagen, wo quasi nur die Polizei als Experte darauf einwirken kann. Und da hat die ÜA-Richtlinie quasi auch die Möglichkeit geschaffen, seit 2017 solche Systeme auch aufzuschalten. Genau. Ich glaube, das sehen wir gleich ganz gut an unseren praktischen Beispielen. Da kann man es direkt nochmal ablesen. Für mich wichtig,
Ich möchte Sie nochmal darauf hinweisen, Sie können gerne am Chat teilnehmen. Die ersten Fragen sind reingekommen, aber wir wollen gleich, das ist der Vorteil eines Webinars, nochmal genau auf Ihre persönlichen Fragen eingehen. Und ich habe es gerade schon gesagt, wir wollen gerne uns drei Beispiele anschauen. Sie haben Konzeptbeispiele mitgebracht. Genau, im Vorfeld zu den Konzepten möchte ich nur mal kurz die Systemanforderungen nochmal zeigen. Es war kurz aufgepoppt, dass wir auch verstehen, wie entstehen die, aber welche technischen Anforderungen muss an so ein System gestellt werden? Ich habe gesagt, die 0827 ist eine technische Norm. Hier haben wir es. Deswegen ist es genau auch wichtig zu wissen, was verbirgt sich hinter der Technik. Und ich sage mal, den Auszug, wo Sie sehen, ist ein ganz kleiner Auszug, der geht über mehrere Seiten in der 0827. Aber ich denke mal, das Wichtigste ist die Verifikation von Alarm. Ab Grad 2 muss die Möglichkeit bestehen, auf Systeme oder auf Alarme reagieren zu können, indem man verifiziert. Es muss eine Lokalisation des Alarms stattfinden und es muss natürlich auch die Sprachkommunikation stattfinden. Ab Grad 2 ist es zwingend Voraussetzung. Die Polizei sagt auch, ich möchte Anlagen erst ab Grad 2 aufgeschalten haben, weil Grad 1 einfach den Vorteil nicht erbringt. Die wollen Informationen aus dem Gebäude und das sehen wir nachher bei den Beispielen. Ja, genau. Die können wir uns tatsächlich gleich mal aufmachen. Wir wollen uns die Beispiele anschauen. Drei haben Sie mitgebracht und ich glaube, wir fangen einfach mal an mit dem medizinischen Notfall. Genau, gerne. Wir gehen jetzt einfach nochmal kurz auf die Grundlagen ein. Wir hatten es jetzt alles schon erwähnt. Es geht quasi Alarmauslösung, Verifizierung, Reaktion, Deeskalation. Das ist so die Kernaussage von der 0827 von so einem NGS. Um das ein bisschen auch für den Zuschauer plastischer darzustellen, haben wir jetzt mal ein Schulgebäude genommen. Wie gesagt, es geht nicht nur um Schulen, es geht um öffentliche Einrichtungen, kann man auch auf andere Objekte übertragen. Aber jetzt haben wir ein Schulgebäude genommen. Es ist so, wir haben einen normalen Schultag, wir haben Lehrkräfte in Blau, wir haben Schüler in Grün, Sekretariat, Hausmeister, alles vorhanden. Pausengong, zwei Schüler springen auf, rennen gegeneinander, verletzen sich. Jetzt haben wir einen Notfall. Die Lehrkraft erkennt das Problem, guckt, was los ist, Kopfplatzwunde, okay, kriege ich hier im Klassenzimmer nicht abgehängt, ich brauche Hilfe. Jetzt geht die Lehrkraft zu einer NGS-Sprechstelle, um einen Alarm auszulösen. So könnte zum Beispiel eine NGS-Sprechstelle aussehen, muss sie nicht, kann aber so aussehen. Und jetzt hat sie die Möglichkeit, zum Beispiel über eine Direktwahl, jetzt haben wir es Sekretariat genannt, draufdrücken, wir haben die Alarmauslösung. Es wird ein Alarm aufgebaut, also eine Verbindung zum Sekretariat. Das wird hier als hilfeleistende Stelle definiert im Risikomanagementprozess. Hier bekommt dann das Sekretariat oder die Person alle Informationen, die es benötigt. Jetzt haben wir halt programmiert Notruf, Erdgeschossraum E15. Das heißt, wir haben eine Lokalisation des Alarms. Auch gleich angegeben. Also selbst wenn der Lehrer im Moment einfach neben sich steht, weil er einfach kein Blut sehen kann und nicht mehr weiß, wo er ist, und ist alles kein Problem. Die Technik unterstützt die Organisation. Das ist so der Hauptgrund. Deswegen kann auch eher eine verbale Kommunikation stattfinden, also die Lehrkraft kann sagen, Kopfplatzwunde, ich brauche einen Rettungsdienst. Kann sich dann wieder um den verletzten Schüler kümmern, weil wir bei solchen NGS-Sprechstellen die Möglichkeit haben, zwischen 5 und 7 Meter Abstand zu kommunizieren. Also das ist ein großer Vorteil. Man muss nicht direkt daneben stehen. Genau, also ich habe jetzt keinen Hörer in der Hand und bin quasi an das System gebunden, sondern ich bin frei, kann quasi mit beiden Händen arbeiten, so wie es jetzt wichtig ist. Das Sekretariat hätte es über die Lautsprecher, die verbaut sind, die Möglichkeit, eine Ersthelfer auszurufen. Der kann dann die Lehrkraft unterstützen, kann aber auch den Hausmeister informieren. Er soll doch bitte den Rettungsdienst einweisen, weil das Gebäude halt ein bisschen komplexer ist. Rettungsdienst kommt, Fall abgehakt. Also wir haben jetzt hier wirklich eine schöne Schnittstelle zwischen Organisation und Technik. Genau. Das war unser erster Fall. Ich glaube, wir haben noch drei, haben wir gesagt, in Summe mitgebracht. Wir wollen als nächstes auf eine noch deutlichere Geschichte eingehen, Bedrohung. Genau. Bei der Bedrohung, wir haben wieder das gleiche Objekt. Wir haben es so, dass wir einen Elternabend haben. Wir haben lila quasi zwei Elternteile, die sich mit dem Lehrer unterhalten. Das Problem ist, dass das Elternteil nicht damit zufrieden ist, dass der Schüler schon wieder eine 4 oder eine 5 in Mathe hat. Die Sache kocht so auf, dass quasi auch das Elternteil aggressiv wird dem Lehrer gegenüber. Er versucht zwar, die Situation zu handhaben, aber die Sache eskaliert. Der Lehrer weiß sich nicht anders zu helfen, als Hilfe zu rufen. Hier hat er auch wieder die Möglichkeit, an so eine NGS-Sprechstelle heranzutreten und einen Alarm auszulösen. Hier haben wir das einfach Krisenkonferenz genannt. Der Alarm wird ausgelöst. Wir haben es wie beim anderen Konzept auch. Der Alarm wird weitergegeben. Man sieht quasi, dass es im Erdgeschoss ist. Die gleichen Informationen, nur jetzt haben wir vielleicht das Problem, dass das Sekretariat am Abend nicht besetzt ist. Das heißt, wo geht der Alarm hin? Muss im Risiko, bei der Risikobeurteilung auch analysiert und bewertet werden. Alternativ hätten wir vielleicht auch einen Hausmeister, weil er abends noch das Gebäude abschließen muss, kriegt den Notruf auf sein Handy,
kann hier dann die Alarmverifikation durchführen, hat dann natürlich auch die Möglichkeiten zur Reaktion, dass zum Beispiel auch Lehrkräfte, die im Gebäude sind, einfach auch dem Lehrer zur Seite stehen oder auch Polizei oder sonstige Interventionskräfte können auch parallel alarmiert werden und der Lehrer ist dann nicht ganz alleine. Genau. Kriegt direkt die Unterstützung. Die er benötigt, genau. Kommen wir zu dem, ich glaube, letzten Fall. Jetzt haben wir nochmal gesehen, klar, es könnte natürlich noch externe Unterstützung kommen. Wir kommen zum letzten Fall, Amoklauf. Genau, da wollen wir auch mal kurz darstellen, wie das rein theoretisch sein kann. Also es ist keine pauschale Lösung, die wir jetzt zeigen. Es ist einfach nur ein Ansatz, wie mit solchen Systemen umzugehen oder mit solchen Szenarien umgehen kann. Also wir gehen jetzt nicht raus und sagen, genau, das ist die Lösung, nur das einfach, um die Leute draußen ein bisschen abzuholen. Wir haben jetzt einen ganz normalen Schultag wieder. Als rot zu sehen ist quasi der Amoktäter, der sich quasi ins Gebäude begebt. Eine Lehrkraft auf dem Flur erkennt die Gefahr sofort und begebt sich wieder zu einer NGS-Sprechstelle. Jetzt sehen wir aber bei der NGS-Sprechstelle, dass es jetzt ein Unterschied ist. Auf der NGS-Sprechstelle steht Polizeinotruf. Das heißt, dieses System ist aufgeschaltet auf die Polizei nach ÜA-Richtlinie. Außerdem haben wir ein RFID-Tag. Das heißt, es ist eine autorisierte Auslösung. Wir reden jetzt nicht von Jedermann-Auslösung. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit, einen Knopf zu drücken. Sondern in diesem speziellen Fall haben wir eine RFID-Auslösung. Das heißt, die Person braucht so einen Identifikationschip, um Alarm auslösen zu können. Das ist quasi hier auch nur eine Möglichkeit, was die Polizei auch freigibt bei Aufschaltung auf die Polizei, so eine Auslösung durchzuführen. Auch der Betreiber bekommt die Rückmeldung, die Sprechstelle ist in Betrieb, die LEDs sind auf grün, also er kann den Alarm auslösen. Das ist ein Nahbereichsleser, er geht quasi hin, der Alarm wird ausgelöst. Jetzt haben wir aber ein bisschen einen Sprung gemacht von der Alarmauslösung zur Reaktion. Mhm. Das ist aber mit Absicht so gemacht, weil wir sagen, wenn jemand autorisierten Alarm auslöst, brauchen wir sofort einen Einschussalarm. Die Leute müssen sie in Sicherheit bringen. Der Alarm geht parallel zur Polizei. Aber wir wollen jetzt keine Zeit verstreichen lassen, um eine Verifikation durchführen zu können. Die bauseitigen ELA werden zum Beispiel angesteuert oder auch die Lautsprecher in der NGS-Sprechstelle. Muss klar definiert werden, welcher Text kommt und wie lange er kommt. Dann wird zum Beispiel gewählt. Genau, das wäre auch eine Möglichkeit, um jetzt so zum Beispiel die Leute darauf aufmerksam zu machen. Im nächsten Schritt kommt dann der organisatorische Teil. Die Personen müssen sich quasi in sichere Bereiche zurückziehen. Man sieht auch, dass die Personen eher auf der linken Seite sind, weil man sagt, zwischen 10 Uhr und 2 Uhr ist die Gefährdungszone an Türen, wenn der Einsatz von Schusswaffen benutzt wird. Deswegen müssen die Leute im organisatorischen Teil wissen, wo sie sich zu verschanzen haben. Genau, wie erwähnt, die ÜA-Richtlinie. Gibt auch spezielle Anforderungen an solche Systeme, wie der Alarm übertragen werden soll. Jetzt haben wir mal so dargestellt, dass die Schule einen NGAS-Alarm auslöst, also eine ÜA-Stelle heißt NGSD, Amok, Klassenzimmer, Erdgeschoss, welches Gebäude und die Rufnummer. Das heißt, die Polizei hat binnen weniger Sekunden alle Informationen, die sie quasi zu dem Einsatz benötigt, vollautomatisch, ohne dass irgendjemand dazwischen geschaltet werden soll, wird redundant übertragen über den Provider, es ist eigentlich alles da, der Einsatzleitrechner poppt auf, alle Informationen, Grundrisse sind da und die Polizei kann quasi dann über die Rückrufmöglichkeiten ins Gebäude hinein telefonieren, kann Kontakt zu der Person aufnehmen, die den Alarm ausgelöst hat, kann fragen, was ist eigentlich bei euch los und hat aber auch andere Möglichkeiten, wie das Hereinhören in Klassenzimmern, weiß quasi, höre ich Schreie, kann ich mit anderen Leuten kommunizieren, ich kann ins Gebäude einwirken, indem ich Anweisungen an die Person geben kann. Also quasi eine rundum gute Sache und die Polizei kann quasi dann auch auf das Szenario reagieren. Das waren die drei Beispiele, die Sie mitgebracht haben. Ich glaube, wir haben da schon sehr viel erläutert, aber wir haben dennoch Fragen reinbekommen im Chat. Sehr gut, dass Sie mitgemacht haben und ich starte direkt einmal hier mit der ersten. Wer ist im Projekt der Risikomanager? Der Risikomanager ist quasi, der hat eine Zertifizierung durchlaufen nach 0827 und der ist quasi auch zu finden auf der Homepage der DGWZ, Deutsche Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Da sind auch wir, Bosch Technische Risikomanager, gelistet und da kann man dann Kontakt mit Risikomanagern aufnehmen. Die nächste Frage geht auch wieder zum Technischen Risikomanager und da heißt es, welche Qualifikationen benötigt der? Die Qualifikationen sind unterschiedlich, aber man sollte halt ein Gespür haben für solche Risikobeurteilungen und halt die Ausbildung zum technischen Risikomanager durchlaufen müssen. Also das sind solche Qualifikationen. Die Norm gibt unterschiedliche Anforderungen an solche, auch an die Fachkräfte raus. Das ist alles normativ aufgeschrieben, was sie bringen müssen, um quasi dann den Zettel auch tragen zu dürfen. Genau.
Die dritte Frage aus unserem Chat heißt, es gibt immer Unklarheiten über das Thema oberste Leitung und die Person, welche das Risiko trägt. Wie ist da Ihre Erfahrung? Im Endeffekt, ob es die oberste Leitung ist oder auch der Betreiber, das Risiko wird definiert und die müssen das freigeben. Im Endeffekt müssen die, also der Betreiber muss jemand definieren, der das Thema freigibt. Also im Endeffekt liegt es auf der anderen Seite. Die müssen wissen, wer das freigibt, das kann nicht von uns kommen. Die müssen sich da im Klaren sein, wer das Risiko trägt. Also im Endeffekt muss man den Ball wieder zurückspielen und nicht sagen, hier normativ ist es gefordert, die oberste Leitung gibt das Restrisiko frei und so muss es auch passieren. Dann haben wir noch eine Frage. Hier sehen wir, gibt es eine gesetzliche Pflicht, NGRS vorzusehen? Nee, gibt es nicht. Also wie wir anfangs erwähnt haben, ist die 0827 eine Norm. Die hat keinen Gesetzescharakter. Wenn man aber um das Thema Amok sich jetzt nochmal vor Augen führen will, sagt die Polizei, Amok ist ein System, wo auf die Polizei aufgeschalten werden soll. Und die neue ÜA-Richtlinie sagt nur nach 0827. Deswegen, wenn man das so betrachtet, dann muss man schon sagen, die 0827 ist bei Themen, was Amok betrifft, wichtig, wenn man auf die Polizei aufschalten will. Genau. Ich glaube, die nächste haben Sie schon eigentlich ein bisschen vorweggenommen. Ich stelle sie jetzt trotzdem nochmal, damit sie intensiv begangen wird. Welche Normen und Richtlinien gelten für NGRS? Es gibt die 0827 Teil 1 und dann auch den Teil 3. Dann gibt es die DIN 31.010, also die DIN für Risikobeurteilung. Die ÜA-Richtlinie ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, wenn es zur Polizeiaufschaltung geht. Und auch in der 0827 gibt es ein ganzes Problem für Anlagen, Gefahrenmeldeanlagen, die quasi normativ auch nochmal ihr Dasein haben. Deswegen kann man das auch dort nochmal nachlesen. Aber Grund ist nur, also die Hauptursache 0827, 31.010 und die ÜA-Richtlinie, genau. Der nächste Webinar-Teilnehmer möchte wissen, wie finde ich heraus, welche technischen Risikomanager es gibt? Genau, das ist die Homepage, wo ich erwähnt habe. Also Bosch, wir haben auch einige technische Risikomanager in den letzten Jahren ausgebildet. Da können Sie einfach auf Ihren VB zugehen, der Sie betreut und fragen, ob es da jetzt einen gibt. Sonst halt über die Homepage der DGWZ. Dort sind alle technischen Risikomanager gelistet und da kann man dann auch mit denen in Kontakt treten. Genau. Jetzt reingekommen, wir haben sehr viele Schulen, deren Sekretariate nicht ständig besetzt sind und deren Hausmeister zwischen mehreren Gebäuden pendeln. Kann man Alarme auch extern aufschalten, zum Beispiel das technische Immobilienmanagement der Stadt? Das ist eine gute Frage, das ist eine Frage, die wir auch kennen, aber das kann man pauschal eigentlich nie beantworten, weil man wirklich das Ganze analysieren muss. Man muss wirklich gucken, was verbirgt sich dahinter, was passiert, wenn der Alarm quasi, sagen wir mal, an die private Leitstelle weitergeht. Wenn wir jetzt von Amok-Systemen reden, hatten wir das Thema auch, es müssen Fachleute, es müssen Experten so einen Alarm entgegennehmen. Sagen wir mal, privat geschultes Personal ist aber nicht in der Lage, quasi so in so einer Stresssituation adäquat oder gegebenenfalls nicht adäquat zu reagieren. Man muss sagen, die Norm sagt auch, die hilfeleistende Stelle ist zu 100% verantwortlich, weiterleitende Maßnahmen quasi durchzuführen. Das heißt, die Person, wo den Alarm annimmt, ist natürlich auch verantwortlich, dass danach der nächste Schritt passiert. Und da hatten wir Diskussionen, wo quasi, sagen wir mal, auch Hausmeister ganz große Augen bekommen hat, wo es hieß, ja, Sie bekommen den, so hat es zumindest der Betreiber vorgestellt, Sie kriegen den NGS-Alarm auf den Tisch und dann rufen Sie die 110. Er hat gesagt, das steht nicht mehr im Arbeitsvertrag, das mache ich in 100 Jahren nicht, das sollen Fachleute machen. Und bei Amok sprechen wir halt wirklich von der Polizei. Alles andere muss man besprechen, weil das halt auch eine rechtliche Sache dann auch ist, genau. Hier finde ich interessant, wir haben die ganze Zeit gesagt, es dreht sich um öffentliche Gebäude, wir haben über Schulen gesprochen und dann kam eben die Frage rein, sind NGRS auch in privaten Schulen zugelassen? Natürlich, also da gibt es eigentlich keinen, wo man sagt, das wäre eigentlich auch ein bisschen fahrlässig zu sagen, nur weil es jetzt nicht staatlich ist und privat dürft ihr die Sicherheit nicht erhöhen, deswegen ist es auf jeden Fall mit Ja zu beantworten, also NGRS geht natürlich auch bei privaten Schulen. Muss ich NGRS, das schreibt der nächste Teilnehmer, bei der Polizei aufschalten? Nee, muss man nicht. Man muss halt dann auch wieder das Risiko abwägen. Wenn man sagt, man geht mit dem Thema Amok oder man befasst sich mit dem Thema Amok, dann muss man natürlich auch Maßnahmen ergreifen, wie so ein Szenario dann abgearbeitet werden soll. Die Polizei sagt eindeutig, in der ÜA-Richtlinie geht es um das Thema Amok, muss aufgeschalten werden. Das sagt jetzt die Polizei, aber das muss dann jeder Betreiber selber wissen, wie er mit dem Thema umgeht. Das ist auch natürlich wichtig, in Geschichte Haftung kommt was rein. Haftet eine Person, wenn sie guten Gewissens ein NGS auslöst, für daraus entstehende Kosten? Einmal, ich bin kein Jurist, deswegen kann man das jetzt pauschal alles auch nicht beantworten. Ich denke mal, das muss man dann explizit auch klären, wie das dann ist. Ich denke mal, wenn jemand sich in dem Moment einfach bedroht gefühlt hat und so ein Szenario hatte, glaube ich nicht, dass ihm da jemand einen Schuh draus macht, wenn er halt dann in dem Moment einen Alarm auslöst. Aber wie gesagt, ich bin kein Jurist, ich kann das jetzt so pauschal alles nicht beantworten. Genau.
Vorhin haben Sie schon mal über diese Rücksprachmöglichkeit geredet. In unserem Praxisbeispiel hatten wir es und trotzdem hier haben wir noch mal eine Frage, die reingekommen ist. Kann man mit einem NGRS auch telefonieren? Ja, telefonieren ist, wir hatten ja auch das Beispiel, dass man quasi so ein NGS auch für die interne Kommunikation nutzen kann. Das heißt, Sie können Krisenkommunikation führen über so ein NGS. Sie haben die Möglichkeit aber auch mit dem Sekretariat in Verbindung zu treten. Es gibt aber auch die Möglichkeit, es muss natürlich analysiert werden, ob das Sinn macht, auch nach draußen zu telefonieren. So habe ich auch schon Systeme erlebt, die quasi das dann als, ja, als Telefon genutzt haben. Die Risiken und Vorteile muss man abwägen, aber prinzipiell kann man sagen, man könnte es nutzen, wenn es dann auch Sinn macht. Ein Webinar-Teilnehmer möchte wissen, was geschieht, wenn vor einem NGRS-Alarm eine BMA ausgelöst wurde? Genau, gute Frage, schwierige Frage. Das Thema hat mir anfangs bei den Schnittstellen auch nochmal kurz angedeutet. Wir haben da einfach zwei gegenläufige Einsatzszenarien. Wir haben einmal den Brandmeldealarm, das heißt raus aus dem Gebäude, auf der anderen Seite den NGRS-Alarm, also wenn wir von Amok sprechen, im Gebäude drin bleiben. Wenn jetzt beide Systeme autark funktionieren, dann hockt der Betreiber oder die Person im Gebäude und weiß nicht, was er machen soll. Deswegen muss das geklärt werden. Es ist einfach wichtig, dass da wirklich die Leute durch den technischen Risikomanager an einen Tisch gebracht werden, die Systeme besprochen werden, die Für und Wider abgeglichen werden und dann im Endeffekt auch dokumentiert werden, damit der Planer dann auch eine Planungssicherheit hat. Hier konzentriert sich ein Teilnehmer nicht nur auf eine Schule, sondern da kommt die Frage rein, was ist, wenn es zu meiner Schule weitere benachbarte Schulen gibt und zum Beispiel Mensa, Aula, Sporthalle gemeinsam genutzt werden? Genau, also ich meine, wir reden vom ganzheitlichen Sicherheitskonzept. Das heißt, wir dürfen solche Schulen oder solche Gebäude auch nicht einzeln betrachten, sondern es ist halt wichtig, dass man das Gesamtkonzept oder das Gesamtgebäude betrachtet. Das heißt, wenn jetzt in der Schule A ein Alarm ausgelöst wird, kann es ja nicht sein, dass Schule B und C ihrem Alltagsgeschäft nachgehen. Deswegen muss es auch durch den technischen Risikomanager analysiert und bewertet werden. Wie gehen wir in so einem Szenario um? Da ist natürlich wichtig, dass die Polizei mit an einen Tisch kommt, weil die auch die Einsatztaktik weiß. Es ist auch wichtig, dass man da auch unterschiedliche Rufkreise programmiert. Das heißt, im Gebäude könnte man sagen, Einschussalarm, außerhalb zum Beispiel die Schulhofbeschallung, bitte verlassen Sie den Bereich und bringen Sie sich in sichere Bereiche. Also dass nicht die Person, die draußen ist, denkt, sie muss noch ins Gebäude rein. Also das sind Sachen, die quasi durch den technischen Risikomanager geklärt werden, dass der Planer auch weiß, genau das muss ich auch für mein System vorsehen. Ein User möchte wissen, was kostet eine Risikoanalyse? Wenn ich mich anschließen darf, kann man das so pauschal sagen? Kann man nicht pauschal sagen, weil so wie Sie gesagt haben, es gibt ja entweder Gebäude A oder es gibt Gebäude A, B, C, D. Das heißt, je nachdem, wie groß der Campus ist, desto umfangreicher ist auch die Akte. Und das muss durch einen Vororttermin einfach begangen werden. Ich meine, so kennen wir es bei Brand auch. Man muss gucken, was gehört alles dazu, weil auch die bauliche Substanz wichtig ist bei einem technischen Risikomanagementprozess. Und deswegen muss man das immer objektabhängig quasi einschätzen. Gibt es bereits Produktnormen für NGRS-Systeme? Da gibt es leider noch keine. Es ist so, dass quasi alle darauf drängen, dass in dem Bereich auch was getan wird. Es ist aber so, dass bis jetzt weder der VDS oder andere integrierte Stellen sich dem Thema insofern angenommen haben, um dort auch Produktnormen rauszugeben. Man sagt in der Norm, das System muss sicher sein, aber es gibt jetzt keine klassische VDS oder EN54-Zertifizierung, wie man es aus anderen Gewerken kennt. Das ist bei NGS leider noch nicht der Fall, aber wir hoffen, dass es sich in den nächsten Jahren auch bessert und dadurch dann auch noch mehr Sicherheit gibt. Genau. Ich finde es schön, dass wir jetzt hier ins Detail gehen. Hier kommt eine Frage rein, da heißt es, gibt es eine Vorgabe zur Farbauswahl der Amok-Taste? Absolut, ja. Also das ist, wir haben es im Beispiel vorhin gesehen, da war eine grüne Taste zu sehen. Es gibt Schulen, da habe ich gelbe Taste, orange, da gibt es ein Wirrwarr teilweise in den Objekten. Das ist aber durch die 0827 dahin. Also es ist klar definiert, welche Farbe so ein Taster haben soll. Also er muss verkehrsblau sein, so steht es auch in der Norm. Mhm. Muss einen weißen Rand haben, ich glaube perlweiß, wie das heißt. Und der Taster muss rot sein. Also es ist klar definiert auch, welche Farben dafür zu nutzen sind und so wird es auch angeboten. Hier kommt was rein, wie oft muss ein NGRS gewartet werden? Die Norm sagt einmal im Jahr, also Instandsetzung einmal im Jahr. Das ist quasi so festgeschrieben. Was geschieht, wenn sich nach Erstellen der TRMA baulich etwas ändert?
Das ist das gleiche eigentlich Similar. Ich meine, die Planer draußen kennen es, wie bei der Brandmelde auch. Wenn sich was ändert, muss ich A davon Kenntnis haben. Das heißt, jemand muss sich darauf hinweisen, es gibt eine Änderung und dann muss ich die Akte wieder anpassen. Das heißt, das ist eigentlich ein Live-Circus, der sich eigentlich immer wiederholt. Also es gibt keinen Ist-Zustand und der bleibt dann so, sondern man muss quasi so die Information haben, sich das Gebäude nochmal anschauen und gucken, ob man gegebenenfalls auch nachrüsten muss oder das Konzept anpassen muss. Ich finde die Frage ganz spannend. Das schließt sich ein bisschen an die Wartung an, so interpretiere ich zumindest. Aber da kommt rein, was, wenn ein NGRS gestört ist? Genau, also die Norm sagt auch, man braucht eine Systemverfügbarkeit. Also das ist auch normativ festgelegt, je nachdem, welcher Grad verbaut worden ist. Und man muss die Störung auch behandeln. Das heißt, es gibt einen Zeitfokus oder eine Zeitachse, wo das Problem gemeldet werden soll und wann der Instandhalter das System auch zu lösen hat. Wir haben hier die Möglichkeit, über unser Übertragungsgerät eine Störmeldung an die NSL weiterzuleiten. Dann wird der Instandhalter informiert und kann sich dann dem Problem annehmen. Also quasi, es darf nicht sein, dass es abhängig vom Grad vor sich her dümpelt und keiner kriegt es mit, weil das sind doch wirklich Systeme, die für Leib und Leben verbaut worden sind und deswegen müssen die auch funktionieren. Nächste Frage, die reingekommen ist, ist hier, gibt es besondere Anforderungen an die ständig besetzte Stelle? Zum Sekretariat hatten wir als Beispiel vorhin genommen, zum Beispiel an die Türen oder Fenster? Ich glaube, der Hintergrund ist wahrscheinlich, es gibt so eine Leitstellennorm, da gibt es klar definiert, wie so eine NSL aufzubauen ist. Bei der 0827 ist aber so, das heißt, eine ständig besetzte Stelle ist eine Stelle, wo quasi in der Lage ist, so einen Alarm anzunehmen und ihn auch weiterzuleiten. Also jetzt bauliche Anforderungen ist jetzt bei der ständig besetzten Stelle nicht. Bei einer NSL ist natürlich was anderes, da gibt es normative Anforderungen, die quasi eine NSL zu erbringen hat, genau. Was wir auch tun bei Bosch. Hier kommt nochmal, werden die elektrischen Leitungen in Funktionserhalt gelegt? Die Frage habe ich auch schon gehört, ist aber nicht so, weil Funktionserhalt kommt natürlich aus der Brandmeldetechnik. Das heißt, dass der Funktion 30 Minuten bei Brand funktionieren soll. Bei NGS sind wir aber jenseits vom Brand. Das heißt, klar, wenn wir natürlich das Szenario haben, dass ein Feuer gelegt wird und teilweise dann noch ein NGS-Alarm, dann muss man sowas auch anderweitig analysieren. Aber sonst sind es meistens IP-Netze, die quasi in das Bestandsnetz auch verbaut werden können. Es sollte aber halt logisch getrennt sein. Das sagt die Norm auch so. Und was sie auch sagt, es muss sicher sein. Das heißt, wenn ich das Bestandsnetz nutze, dann muss es halt einfach funktionieren. Genau. Also Funktionserhalt eigentlich nicht. Wir nehmen eine Frage noch mit. Ich kann aber jetzt schon mal hinweisen, Sie dürfen den Chat gerne weiter nutzen. Unsere Experten beantworten natürlich die Fragen. Aber die Frage, die wir hier noch bekommen haben, welchen Anschluss benötigt die Sprechstelle? Welchen Anschluss die Sprechstelle benötigt, um quasi, also wenn es eine IP-basierte Sprechstelle ist, dann reicht halt ein RJ45. Meistens laufen sie über PoE oder über 1224 Watt, je nachdem, was für ein Fabrikat man oder was für ein Systemaufbau das ist, muss man dann immer abhängig machen, was der Planer sich dabei gedacht hat und wie er das dann umsetzen will. Genau. So, jetzt nochmal von mir der wichtige Hinweis, Sie dürfen weiter gerne den Chat nutzen. Bis 11.30 Uhr stehen unsere Experten zur Verfügung, die beantworten das Ganze und Sie kriegen übrigens auch noch ein Chatprotokoll. Das heißt, machen Sie gerne fleißig weiter. Und wir sprechen jetzt aber über das Thema, ja, warum Bosch? Ja, ich hoffe, das ist jetzt auch gut rübergekommen. Wir haben uns über die letzten Jahre einfach viel Erfahrung gesammelt zum Thema NGS. Wir haben unsere Mitarbeiter insoweit geschult, dass es technische Risikomanager in der Fläche gibt. Wir sind auch generell durch unser Errichtergeschäft auch flächendeckend im Einsatz. Das heißt, sie haben es nicht weit bis zu Kollegen von uns. Das ist eigentlich so, es kommt alles aus einer Hand. Wir können eigentlich vom Errichter bis Übertragung der Alarme auf unsere NSL oder Klärungsstelle können wir alles realisieren. Wir sind UEA-Provider, Konzessionär. Ich denke, wir sind in der Lage, wirklich von A bis Z solche Systeme zu bedienen. Und ich denke mal, das ist auch das, was das Ingenieurbüro auch gern hat, wenn da jemand weiß, um was er redet. Genau. Herr Mayer, wie hat Bosch bei Anfragen von Bildungseinrichtungen und Ingenieurbüros unterstützt? Wie geht Bosch konkret auf Anfragen, zum Beispiel von Planungsbüros, vor? Genau, also man kann eigentlich sagen, kommen Sie auf uns zu, suchen Sie den Kontakt zu unserem Vertrieb, dann werden wir mit dem Ingenieurbüro, einem technischen Risikomanager aus unserem Haus, einfach mal den ersten Termin mit dem Betreiber ausmachen. Sie haben gesehen, das Thema ist unendlich komplex. Das kriegt man nicht kurz am Telefonat abgearbeitet. Wir gehen vor Ort, sprechen mit denen, wir gehen die normativen Richtlinien durch, wir gehen die Konzepte durch, die es gibt und halt natürlich auch, was der Planer braucht. Der braucht natürlich auch die Kostenschätzung, muss wissen, in welchem Bereich sowas legen könnte. Und das wird halt durch so einen Ersttermin einfach mal besprochen. Und danach werden die nächsten Schritte eingeleitet.
Herr Meyer, wir haben viele Fragen beantwortet. Wir haben schöne Praxisbeispiele genannt und ziehen Sie nochmal ein Fazit für mich. Genau, also das Wichtigste, was eigentlich jetzt in dem Webinar rüberkommen sollte, dass es einfach darum geht, dass ein NGS einfach Stand der Technik ist. Ich denke mal, das konnten wir einfach jetzt auch durch dem Webinar einfach nochmal untermauern, was für den, fürs Ingenieurbüro auch immer wichtig ist, wie sind die Prozessschritte, was muss wer, wann, wie und wo bringen, wo wird es dokumentiert, weil dadurch, der letzte Punkt, kommt Planungssicherheit zustande und ich denke mal, wer will das nicht? Also ich bin froh, wenn ich das bringen kann und ich denke mal, die Norm ist da ein richtig gutes Dokument, um sowas zu bekommen. Genau. Wunderbar. Das war's von unserem dritten Webinar. Ich sage vielen Dank, dass Sie dabei waren und wichtig, es gibt den Link zum Download des Chat-Protokolls. Da werden die Fragen nochmal aufgenommen und natürlich die Antworten lesen Sie da auch und den Chat können Sie nutzen bis 11.30 Uhr. Unsere Experten sitzen da noch dran. Tja, und was erwarten Sie beim nächsten Webinar? Das ist der 26.11., heißt, das wird kommende Woche sein von 10 bis 11 Uhr und der Themenbereich Beschallung und Sprachalarmierung. Der richtige Ton zu jeder Zeit. Wir haben zwei Referenten da, Professor Dr. Anselm Götz und Andreas Simon, beides renommierte Branchenexperten und Audiospezialisten. Und nochmal ganz wichtig, das Webinar gibt es auch on demand, das heißt, Sie können es sich immer wieder angucken. Und jetzt sage ich Servus oder Ciao oder wie sagt man am Bodensee? Tschüss. Tschüssle, dachte ich. Ja, lass uns bei Tschüss. Okay, dann ciao. Auf Wiedersehen. Ciao.